Morgen ist es soweit. Die Rentenerhöhung 2024 startet. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir können es wirklich sagen, so wie es ist. Morgen ist der 1.7.2024. Endlich ist es soweit. Die gesetzliche Rentenerhöhung tritt zum 1.7.24 in Kraft. Die Ruhegehälter von rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner, das sind rund 25 Millionen Renten, werden um 4,57% angehoben. Lange, meine Damen und Herren, lange haben die Menschen auf diese Rentenerhöhung gewartet. 3 Jahre hohe Inflation haben die Renten entwertet und viele Rentenempfänger sind auf die Renten, auf die steigenden Renten einfach angewiesen. Und es ist nun endlich bald soweit. Morgen geht's los. Ich sage Ihnen eins, was ich an Informationen erhalte und auch an Rückläufen von Rentnerinnen und Rentnern, die freuen sich wirklich, die sagen, wir brauchen das Geld einfach, wir rechnen hier mit dem Geld, wir haben es schon eingepreist, wir wollen auch mal in Urlaub fahren, wir wollen wieder mal in eine Gaststätte gehen, wir wollen uns vielleicht auch mal ein Stückchen gutes Fleisch kaufen oder ein gutes Obst kaufen, wir wollen auch unseren Enkeln, Kindern irgendetwas kaufen, das finden wir gut. Und viele Rentnerinnen und Rentner sagen, ja, wir haben es uns auch verdient. Das kann doch wohl alles nicht wahr sein, dass die Politik sagt, oder dass Teile der Politik sagen, Rentenerhöhungen müssen ausgesetzt werden, wie Herr Lindner zum Beispiel das ja vorgeschlagen hat. Es ist schlicht und ergreifend eine Wertschätzung unserer Gesellschaft gegenüber Millionen Rentnerinnen und Rentnern, die für uns auch, für unseren Wohlstand mitgearbeitet haben, auch dafür geschuftet haben. Und deshalb ist es einfach nur so, dass denen das Geld auch wirklich zusteht, die Rentenerhöhung zusteht. Und ich kann einfach nur allen sagen, die Rentenerhöhung ist ein wichtiges Thema. Und sie ist auch im Jahr 2024 ein wichtiges Thema und wird auch die Folgejahre ein wichtiges Thema sein. Ja, was bedeutet denn eigentlich die Rentenerhöhung für unsere Rentner? Klar, finanzielle Sicherheit, verbesserte finanzielle Sicherheit, spürbare Entlastung und auch Stabilität im Alter, bessere Gesundheitsversorgung. Rentner können sich mit den höheren Renten dann vielleicht auch mal eine private Gesundheitsvorsorge leisten oder können einfach mehr Geld für ihre Gesundheit ausgeben, ja. Und vor allen Dingen, die Rentensteigerung sorgt für einen gewissen Inflationsausgleich. Bitte jetzt nicht mit mir schimpfen und sagen, der Knöppel, der hat nicht mehr alle Latten am Zaun. Nein, meine Damen und Herren, es ist richtig, die hohe Inflation, wenn man die zusammenrechnet der letzten 3 Jahre, dann sind natürlich die 4,57% ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber ich sage immer wieder, ja, lieber dem Spatz in der Hand als die Taube oben auf dem Dach, meine Damen und Herren. Was nützt es mir, wenn ich immer nur schimpfe und sage, ich möchte 10% haben, mehr Rente, wünschte ich mir für Sie alle auch. Aber letzten Endes bekommen wir nur die 4,57%. Warum ist die Rentenerhöhung auch noch wichtig? Rentnerinnen und Rentner unterstützen auch oft ihre Familienangehörigen. Sie können dann vielleicht auch mehr Geld ausgeben für Renovierungsarbeiten oder für irgendwelche Installationen an ihrem Haus, an ihrer Wohnung. Und was für uns natürlich alle extrem wichtig ist, das vergessen auch viele, auch von den Politikern vergessen das. Rentner sind Konsumenten, meine Damen und Herren. Die gehen einkaufen, ja? So, die konsumieren auch, die holen sich irgendwas, die kaufen sich auch mal ein Auto oder ein Laptop oder ein Handy oder was auch immer, damit sie zum Beispiel damit sie zum Beispiel meine Videos von Rentenbescheid24.de konsumieren können. Das ist auch für mich ganz wichtig, dass alle Rentnerinnen und Rentner in Deutschland online zu erreichen sind, meine Damen und Herren. Und deswegen kann ich einfach nur sagen, Rentner konsumieren, sie sind für unsere Volkswirtschaft ein erheblich wichtiger Faktor in der Wirtschaft. Und deshalb kann ich nur sagen, die 4,57% höhere Rente kommen genau richtig, kommen zur richtigen Zeit. Ich hätte mir mehr gewünscht, das ist klar, aber wir können es uns ja nicht aus den Rippen schneiden. Also, meine Damen und Herren, morgen ist es soweit. Freuen Sie sich bitte auch ein bisschen darüber. Ich weiß, es gibt auch mit der Rentenerhöhung wieder Nachteile, aber letzten Endes. Morgen ist es soweit, freuen Sie sich einfach auf die höhere Rente. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.